Und ich sage herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen weiter Remnant 2 mit dem Gameplay auf Deutsch auf der PS5. Und ich wünsche allen da draußen erstmal ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig. Lasst gerne ein Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen über einen Follow und sage zuallererst mal Moin Moin, lieber Phil. Ich hoffe, du hattest ein fröhliches neues Jahr. Und dir geht es soweit ganz gut. Was hast du denn gemacht? Okay. So, einmal alles gepostet auf allen Kanälen. Dann legen wir los, würde ich sagen. Let's go. Wir haben das letzte Mal ja hier diesen Saatbaum einmal zerstört. Und können jetzt zwei Wege gehen. Wir können einmal entweder hier unten lang gehen oder wieder den Weg zurückgehen. Du hast gezockt. Was hast du denn gezockt, mein Lieber? Wir gehen aber den Weg hier oben einfach lang. Was spielst du denn zurzeit? Ich habe ja gesehen, du spielst zurzeit relativ viel Fortnite, ja? Oh, die kleinen rollenden Bastarde. Die haben mir so viel Schaden die letzten Male immer angerichtet. Vor allen Dingen jetzt bei dem Baum mit der Saat, da haben die mich echt immer ziemlich platt gemacht. Ah, erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich auf X ausweiche. Ich hatte tatsächlich auch ein sehr, sehr schönes Silvester. Wir hatten Freunde zu Besuch. Und dann. Oh, shit, da bist du drin. Scheiße. Ja, genau das meine ich. Der Junge ist richtig übel. Kann den einfrieren und dann. Peng. Hier richtig Damage mit meinem Feuer. Okay. Oh, ich liebe meinen Feuersturm einfach. Der ist so gut. Puh. Destiny 2, COD und Fortnite zockst du viel mit einem Kollegen. Okay. Sehr cool. Ich habe auch gesehen, mit dem euer Electronic bist du zurzeit wieder viel am Spielen. Der spielt hier, glaube ich, auch mit euch Fortnite, habe ich gesehen das letzte Mal. Ich habe ja Fortnite auch mal angezockt, so ein paar Mal. Es war ganz witzig. Also man macht da schnell so ein paar erste Quick Wins. Das haben sie ganz gut gemacht, die ganzen Fortnite-Entwickler. Dass man da schnell das Gefühl hat, ah, das macht Spaß, das ist cool, ich kann da was reißen und so. Das fixt natürlich dann direkt an. Okay. Da will man dann natürlich gleich weiterspielen. Also jetzt weiß ich, wieso Fortnite auch so ein krasses Suchtpotenzial hat. Okay, ich kann hier links gehen oder ich kann hier lang gehen. Ich glaube, ich gehe einmal ganz kurz. Irgendwas. Ja, wirklich doch. Dass ich da was auf mich zukommen höre. Irgendwas rollt da auf mich zu, wollte ich gerade sagen. Und bei uns gab es lecker Raclette an Silvester zu essen. Und wir hatten, wie gesagt, Freunde zu Besuch, haben schön gemütlich ein bisschen Karaoke gemacht. War echt ein schöner Abend. Wir hatten dann noch Freunde, die über Nacht geblieben sind und so. Mit denen haben wir am nächsten Tag dann richtig schön noch gefrühstückt. War echt nice. Okay, was haben wir hier noch? Nichts. Aber da gibt es noch was. Okay, da gibt es noch einen Weg. Seht ihr gut, dass wir doch noch mal ganz kurz hier zurückgekommen sind. Den Weg hätte ich sonst nämlich verplant.
Da sind wir noch nicht durchgelaufen. Das ist eine Sidequest. Man merkt das immer daran, wenn das ein runder Bogen ist, ist es eine Sidequest. Wenn es ein eckiger Bogen ist, ist es die Hauptstory. Okay, hier ist eine Sidequest. Jetzt die Überlegung, machen wir die Sidequest kurz? Nehmen wir mit, oder? Let's go. Wenn ihr übrigens mitspielen wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Einfach PSN-Discord-Name oder eben auch Twitch-Namen in die Kommentare schreiben. Dann adde ich euch, dann lade ich euch ein. Ihr könnt auch in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Da ist nämlich der Einladungslink zu meinem Discord-Server. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch der IDK-Community joint. So, einmal schnell alles aufgeladen. Alright. Würde ich sagen, let's go. Und wenn ich die Musik, diese idyllische Musik allein schon wieder höre, voll nice. Vergessenes Feld. Willkommen im vergessenen Feld, Freunde. Da kann ich rüberspringen. Ich finde diese Umgebung, dieser rote Dschungel, den finde ich eigentlich echt schön. Haben sie richtig cool gemacht. Oh, Mist, Mist, Mist. Gefällt mir total gut. Okay, platt gemacht alles hier. Und wie sollte man es auch anders machen als Einwanderer? Erstmal alles abknallen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Was gab es denn bei euch zu essen, Phil? Erschrocken. Da ist noch einer. Wo noch? Es gefällt mir richtig gut mit den vielen verschiedenen Wegen. Ah, das ist ein Blauer da. Der kann sich teleportieren, ne? Die Sache ist die, die Angriffe sind zum Glück so langsam von denen. Da brauche ich nicht so viel Angst haben, wenn die da dann langsam angeschwebt kommen, wie so ein Smogon. Aber die Jungs hier sind ziemlich hässlich. Raclette hat es zu essen gegeben. Stirb einfach vor mir. Zack. Tot. Oh shit! Da kam noch einer raus. Okay, cool. Das ist neu. Oder zumindest fällt es mir jetzt gerade das erste Mal erst auf. Den Loot nehme ich. Sehr schön. Oder? Resette, du meinst Raclette, oder? Gab's bei euch. Oder was ist Resette? Oh mein Gott, oh mein Gott. Hinter mir. Ah, der kann sich beamen. Ja, das Schlimme ist, man kauft dann auch immer zu viel ein. Ich ernähre mich seit drei Tagen quasi nur von Brot und Raclette-Käse. Den ganzen Sachen, die ich da. Oh, das verfolgt mich ja krass. Die ich dann noch geschnitten habe. Ah, was ist los? Der Bastard. Der zieht mich in die Luft. Krass. Okay, das ist neu. Dass die einen in die Luft ziehen. Ah, Reste meinst du? Reste essen?
Wo kommen sie jetzt dann aber auch überall, hä? Sage mal. Und da scheint noch ein dicker Gegner zu sein, der auf mich aufmerksam wird. Da unten sehe ich ihn schon gehen. Von wo werde ich hier angegriffen? Oh, verdammt! Okay. Ah, von da. Sag mal. Hast du denn geböllert oder bist du eher weniger böllermäßig unterwegs gewesen? Okay, ich kann da und kann da lang gehen. Wir gehen erstmal hier lang. Ich glaube, hier gibt es noch was zum Aufdecken. Dann der blaue. So geil, wie die sich einfach hinter einem beamen. Haben die echt cool gemacht. Cooler Überraschungseffekt. Du hast lieber zugesehen. Verstehe ich, ist auch einfach viel zu teuer, das ganze Zeug. Also, ich habe eine Rakete für jeden gekauft, dass er die in die Luft feuern und sich fürs neue Jahr was wünschen kann. Aber das hat dann auch schon gereicht. Früher war ich echt geisteskrank unterwegs, da habe ich echt viel geböllert und so. Aber heutzutage brauche ich das nicht. Ist eigentlich echt praktisch, dass der sich da vor mich bietet. Und dann kann ich ihn gleich abknallen. Okay. Also Risiko. Boah, das war knapp. Okay. Da drüben gibt es auch noch ein bisschen was zu erkunden. Ich überlege jetzt gerade, soll ich links oder soll ich rechts gehen? Das Problem ist, schau mal, hier habe ich auch noch so viel zu erkunden. Ich habe das Gefühl, ich muss hier lang, dann komme ich da unten wieder raus und dann kann ich hier durchlaufen. Dann machen wir das doch so, oder? Boah, schon wieder so knapp. Ach, Mist. Und ich glaube, du wolltest ja auch relativ viel mit deinem Dad zocken, oder? Hast du erzählt, Phil? Wo sind die Viecher? Bei denen muss man ja immer in die Luft gucken, wenn die von irgendwo herkommen. Ich finde es übrigens sehr, sehr cool, dass du mir auch auf Twitch folgst, Phil. Vielen, vielen lieben Dank. Der Phil war ja auch jemand, der mich davon überzeugt hat, auf Twitch überhaupt einen Kanal auch zu starten. Vielleicht weiß es nicht jeder von euch, aber ich bin ja überwiegend eigentlich auf YouTube unterwegs. Und deswegen auch da nochmal Shoutout an dich, mein lieber Phil. Ja, das sollte ich vielleicht mitnehmen. Ring der Seelenverbindung. Das ist dann alles freigedeckt, sehr schön. Hast du dir Vorsätze fürs neue Jahr gemacht, Phil? Sie kommen. Ach, wie dreckig, Alter. Stirb einfach.
rempelt mich das von hinten an. Oh, ist ja fix. Wo kommst du denn her? Oh, da hinten sind zwei. Drei sogar. Ja, vier. Das ist echt unfair. Wenn die dann auf einmal da von oben von allen Seiten angeflogen kommen. Und hier hört sich schon wieder noch was an. Gehe ich erstmal hier lang. Schöne offene freie Fläche. Hier. So, der stirbt jetzt und dann kommt der Kleine raus. Okay. So wird doch ein Schuh draus. Ich mag dieses Spiel total gerne. Also ich hätte das nicht gedacht, weil es ja so ein Souls-like ist und weil das ja dann immer so bockhalt schwer ist, aber das macht mir unglaublich viel Spaß, das Game. Also Koop wird es mir bestimmt noch mehr Spaß machen. Wir haben es ja auch schon mal Koop gespielt, der Phil und ich. Der Phil hat nur so ein kleines Problem, der kann sich immer nicht zurückhalten, weil er immer so OP ist. Und dann habe ich nichts mehr zu tun und dann wird es langweilig für mich. Das will ich ja auch nicht. Das wird ja schon auch spannend bleiben. Hopp. Okay. Die Sache ist die, dabei sagt er ja sogar noch, er hält sich immer zurück. Das glaube ich ihm auch. Es geht los. Hier irgendwas? Nee, der Typ ist da. Ja, die Kleinen darf man nicht vergessen. Ich liebe diese Feuer- und Eis-Kombination, die ist einfach richtig OP. Das ist echt ziemlich schmuck. Bleib liegen. Oh, noch mehr, verdammt. Und geschmiedetes Eisen, das ist immer gut. Wir brauchen relativ viel geschmiedetes Eisen, damit wir unsere Waffe upgraden können. So, was haben wir denn hier? Cool, ein Aufzug. Ich hatte erst Angst, dass ich irgendwie runterfalle oder so. Dass es eine Falle wäre, aber das ist ja nice gemacht. Oh mein Gott, was eine nice Lootkiste. Freunde. Hallo. Wappen des Pirschers. Nice. Eigentlich wollte ich noch nicht runterfahren, weil ich wollte euch diese Aussicht hier von diesem geilen Baum einfach zeigen. Aber okay. Manchmal steckst halt einfach nicht drin, gell? Meine guten Neujahresvorsätze oder meine Ziele für dieses Jahr sind A, einmal Twitch besser kennenzulernen,
B, ich möchte Portugiesisch lernen und sprechen können. Und ich möchte abspecken. Schrägstrich, ich muss abspecken. Okay, cool. Also wusste ich es doch. Wir kommen dann eben hier unten wieder raus. Dann laufen wir jetzt hier rechts lang, um da dann weiterzukommen. So. Wisst ihr, was mir eigentlich auch aufgefallen ist? Meine Ausdauerleiste verändert sich nicht, wenn keine Gegner da sind. Also dadurch kann ich halt auch dann die ganze Zeit schneller laufen und komme hier besser durchs Game durch. Das haben sie gut gemacht. Das haben sie richtig gut gemacht. Richtig smart. Seht ihr das? Jetzt verringert sich meine Ausdauerleiste, wenn ich schnell laufe oder wenn ich nicht rolle, weil ich im Kampf bin. Aber wenn ich nicht im Kampf bin, verändert sich die Ausdauerleiste nicht. Das ist eine sehr, sehr coole Funktion, da haben sie gut mitgedacht. Dadurch kommst du halt dann auch einfach schneller durchs Spiel. Gefällt mir. Schönes. Liebes, wenn die sich da so drüber rollt. Sieht so cool aus. Ich kann hier runterspringen. Okay. Nette Loot gibt's hier. So, übrigens, morgen bin ich in der Therme Erding. Und deswegen gibt es morgen keinen Livestream. Aber am Donnerstag und Freitag machen wir wieder Livestream in der Früh. Ich dachte mir jetzt, solange ich noch frei habe, kann ich das so ganz gut vereinen. Okay, den Weg haben wir freigeschalten. Ganz schön viel Altmetall hier. Der wollte schon wieder in mich reinrennen. Der ist jetzt gestorben, weil ich ausgewichen bin. Was war das denn jetzt? Weil ich so eine Fähigkeit habe, dass ich, wenn ich ausweiche, im perfekten Moment die anderen Schaden nehmen. Moment, was ist denn hier noch so los? Guck mal. Okay, das ist cool. Vernetztes Eisen. Cool gemacht. Da muss man echt aufpassen, so bei dieser Map. Da gibt es so viele coole Wege. Hier gibt es einen Eigenschaftspunkt. Schau an. Nice. Also wir kommen wieder richtig gut voran. Es macht Spaß. Und wir gehen in Richtung Kondition. Ah, Bosskampf. Bosskampf mit Checkpunkt davor. Cool. Okay. Ich hoffe, ihr seid ready. Ich hoffe, ich bin ready. Was geht hier oben noch so?
bisschen Eisen. Damit kann ich nicht interagieren. Alright, Leute. 3, 2, Risiko. Okay. Noch hat er mich nicht entdeckt. Ich schieße mal nicht auf ihn. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Ich gucke mir auch erstmal hier unten die Umgebung so ein bisschen an. Ganz schön viele Knochen und Speere. Könnte ein Fernkämpfer sein, der so Speere wirft. Ich denke mal, er wacht erst auf, wenn wir mit ihm reden. Deswegen will ich erstmal die ganze Map aufdecken. Seht ihr das? Okay, vielleicht hat er wahrscheinlich auch mehrere Bosskampfphasen. Und deswegen werde ich viel laufen müssen. Bin gespannt. Let's go. Sieht schon mal sehr cool aus. Klinger und Speer, Schild und Stein zu den Waffen. Sie kommen. Wer kommt? Was? Ich. Was? Ein Paxultek. Ein schreckliches Wunder. Selbst für jemanden, der bereits viele Wunder gesehen hat. Wenn seine Art Jaesha bewandelt, Fremdling, dann wird sich das Rad der Welt bald wieder drehen. Vielleicht wird es mich nun endlich zermahlen. Okay, hast du Schmerzen? Nach dem Maß meiner Tage überwiegt nun der Schmerz den Frieden. Gottes Mörder. Kann ich denn irgendwie helfen? Eine Reisende hat es einst versucht. Sie kam beim ersten Morgenlicht zu mir, als der Tau noch nicht vom Gras gefallen war. Eine Tischlerin. Die Tochter eines Tischlers. Der Sohn eines Tischlers war. Die Ranken ergriffen sie sogleich. Ich frage mich, ob sie ihre Säge noch immer festhält. Wie geriet ich nur in diesen erbärmlichen Zustand? Seine Augen stellen die Frage, bevor die Zunge es kann. Die zerfallenen Ruinen, auf denen es steht, waren einst eine Festung. Ein umfassendes Bollwerk, das den größten jemals in Jaesha existierenden Ballungsraum schützte. Okay. Unser Glaube an diese festen Mauern war stark. Händler und Marschall, Bauer und Prinz knieten am Altar, der das Innere vom Äußeren trennt. Aber eine Mauer ist eine falsche Gottheit, denn sie ist gebaut, um zu zerbröseln. Das Einzige, was eine Mauer wirklich vermag, ist einen Narren von der Weisheit zu trennen. Die Risse öffneten sich rasch. Ziemlich verbittert, der Junge. Steine des Bollwerks auf, wie eine heiße Nadel, die eine eitrige Blase aufsticht. Und der Eiter sickerte in Form von hölzernen Rankenbeinen heraus. Aber wie konntest du so stecken bleiben? 40 Tage lang kämpften wir in dieser Steppe gegen sie. Die Soldaten fielen zuerst. Krass. Dann die Offiziere. Und dann holten sie sich die Priester. Wir wussten, dass die Kinder als nächstes dran sein würden. Und so warfen wir unsere Körper ins Getümmel. Manche wurden zerrissen wie ein Spross, der von einem Vielfraß zerkaut wird. Andere wurden als Ganzes verschluckt, mit einem Mal ausgelöscht. Ich steckte fest, ein gepeinigter Korken in der Flasche des Bösen. Es gärt um mich herum,
Es will sein Unheil noch einmal auf der Eschas verbrühte Haut loslassen. Bitte, Paxulte, es wäre rechtschaffen, wenn es seine Klinge gegen den Knoten des Bösen einsetzt. Möge es seinen Zorn auf den Knoten loslassen. Ob, soll er sterben oder was ist mit der Tochter des Tischlers? Eine verhinderte Retterin beging einen Fehler. Sie versuchte, mich zu befreien. Lerne aus ihrem Fehler und zerstöre das gesamte Gewächs. Ich begrüße die Freiheit, die man in der Vergessenheit findet. Okay. Zerschlage die Ranke, zerstöre den Knoten. Alles klar. Zerschlage die Ranke und zerstöre den Knoten. Ich guck mal, ob es da noch mehr gibt, aber... Ah ja, ich sehe schon. Okay. Also das ist ähnlich wie vorhin, als wir diesen Saatknoten platt machen mussten. Deswegen würde ich sagen, wir gehen gleich direkt voll drauf. Viele von denen. Heilige Nille. Aber erste Wille haben wir geschafft. Ab in die zweite. Haben ihn. Ah, das ist der Schänder. Okay, alles klar. Ich hab keinen Mund mehr. Ach, Scheiße. Okay, nur noch 81 Schuss. Gut. Hin. Nachladen. Oh.
Alter, was eine harte Nummer. Fast noch gestorben am Ende. Krass. Zum Glück hat mein Feuersturm wieder alles geregelt. Heieieiei, was eine enge Nummer. So, bevor ich mit dem da oben rede, den ich befreit habe, da werde ich mir einmal nur kurz den ganzen Loot aufheben. Da hinten gibt es noch was. Hier war rote Munition. Brauche ich. Und da hinten rechts schimmert was Gold. Das hier meine ich. Gute Augen habe ich, gell? Wenn ich das aus der Entfernung sehe. Reden wir mal mit dem Priester. Geht's dir gut? Ob es mir gut geht, ist das die Realität? Oder wurde ich vom Wahnsinn ergriffen? Paxultek, es ist Äonen her, dass ich zuletzt Luft atmen durfte, die nicht von diesen Ranken verpestet war. Ich wagte auch nicht zu träumen, dass es je wieder anders sein würde, geschweige denn, dass ich je wieder weiche Erde unter den Hufen oder des Windes Kuss auf meinem freien Fell spüren würde. Ungläubig, ungläubig war ich. Und doch ist das Paxultek mit Krieg in der rechten und Besonnenheit in der linken Hand gekommen und hat mich gerettet. Fellloser Krieger. Es hat meine Gefolgschaft, was auch immer kommen möge. Ja. Ich habe meine Gabe für den Tod, das ist wahr. Aber nicht alle sind Zerstörer. Wenn es mit uns kämpft, kann die Saat vielleicht doch noch vom Rad der Zeit zerquetscht werden. Nimm dies. Auch wenn es ein Relikt von uns, Laemir, ist, die Verwalter des Todes, kann es dies doch zur Verteidigung des Lebens einsetzen. Verteidigung des Lebens. Ich frage, was willst du jetzt tun? Ich denke, ich werde hier noch ein Weilchen verweilen. Viele sind in dieser blutdurchtränkten Steppe gefallen. Und auch wenn von ihnen jetzt nur noch Knochen übrig sind, verdienen sie doch ein ordentliches Begräbnis. Dies wird meine Aufgabe sein in der Zeit, die mir noch verbleibt. Sollte sein Weg es wieder hierher verschlagen, möge es mich mit einem Besuch beehren. Es gibt noch Geschichten von Yaesha, okay, die ich erzählen könnte, wenn es sie hören will. Es gibt nee, Geschichten noch viel will ich jetzt zu hören für jene, die zuhören wollen. Und es gibt noch viel zu lernen für jene, die lernen. Ja, da kommen wir dann zurück zu dir, Digi. Da kommen wir dann zurück. Schön, dass du jetzt erstmal frei bist. Was passiert, wenn ich auf den schieße? Mein Befreier. Nix. Es gibt Ecken. Okay. Cool. Sehr schön, dann haben wir den befreit. Dann ist diese Nebenmission hier abgeschlossen. Und dann müssen wir zur nächsten Hauptmission, würde ich sagen, oder? Okay. Mal gucken, wenn wir da oben an den Checkpoint gehen, was wir dann machen können. Wir haben ja auch was bekommen. Moment, was haben wir denn bekommen? Erhöht die Gesundheit von Archetypen. Ist das schroff? Nee, was haben wir denn hier noch gekriegt? Also, wir haben Notfallbehandlung, wir haben Vitalität, wir haben Kondition, wir haben Inspiration, das ist für die Mod-Aufbaurate. Und dann haben wir Kerneigenschaften. Amplitude erhöht den Wirkungsbereich, okay. Archetypenbeschwörung absorbieren 0% vom zauberwirkenden erlittenen Schadens, okay. Erhöht die Ausweichdistanz, ja, das dürfte auf jeden Fall mal interessant für uns sein. Und Schroff, das ist neu. Erhöht die Gesundheit vom Archetypenbeschwörungen. Ah, okay, I see. Das ist das, was wir machen, wenn wir L1 und R1 drücken, wenn wir so auf den Boden klopfen. Das hier. Das kriegen wir dann mehr Gesundheit. Okay, nice. So, wir können jetzt einmal zur Station zurückkehren, was wir machen werden, weil das besser ist, als wenn ich den ganzen Weg zurücklaufen würde. Spart uns ein bisschen mehr Zeit.
und gehen dann jetzt quasi wieder in die Mission, in den Checkpoint rein. Wir könnten auch unsere Waffen nochmal aufbessern, aber es passt schon so. Okay, und dann gehen wir zum Saatnexus und da muss es ja jetzt dann weitergehen. Alright, alright, alright. So. Und da sind wir jetzt durch. Da sind wir durch. Da sind wir durch. Also die ganzen Türen haben wir alle erledigt. Jetzt gehen wir hier hinten lang, wo es noch rot ist. Also rechts ums Eck. Und dann immer geradeaus. Oh shit. Oh, ich vergesse nicht, dass da jetzt wieder Gegner sind. War da nicht auch so ein dicker Gegner? Ich vergesse das immer, dass sie dann wieder spawnen, sobald man einmal bei dem roten Saatpunkt war. Geht's noch, diese Viecher? Ja, aber was greift mich denn da an? Ja. Oh, nicht gut, gleich aus. Mist. Da, wenn du nicht aufpasst und wieder so blauäugig reingehst, wie ich das gerade mache, bist du dann wieder schon wieder nur auf den Sack. Dumm. Dumm, 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 dumm. Okidoki. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Ich habe einfach zu viel Munition. So, jetzt müssen wir hier rechts lang. Läuft bei mir. Jetzt geht's los. Sonst noch wo? Liegen. Will mich das schon wieder angreifen? Headshot. Sorry, Bambi. Deine Mama kommt heute wohl nicht mehr nach Hause. Bleib liegen. Den Loot nehme ich mit. Autsch, ich dachte, ich wäre weit genug davon entfernt gewesen. Habe ich es mir wieder ins eigene Knie geschossen. Eigenschaftspunkt. Vergeben wir direkt in Richtung Kondition. Vitalität haben wir voll, Heilungsmod haben wir voll. Kerneigenschaft können wir dann auch langsam erhöhen. Und was wir machen sollten, wäre Fitness, damit wir weiter ausweichen für die Ausweichdistanz. Wisst ihr, was ich cool finde? Wenn man in dem Kreis drin steht, der mir Leben gibt, auch die Munition sich auffüllen würde. Ich muss da oben rein in das Haus. Ah, Haus. Ich, in the middle of the street. Siehst du, da leuchtet schon der Loot für mich. Immer rein da.
Zack. Da ist nochmal Loot. Nehme ich. Und da ist nochmal Loot. Nehme ich. Luminitenkristall und Altmetall. Sehr schön. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist da hinten dieses Baumhaus. Da gehen wir noch kurz hoch. Und dann habt ihr gesehen, war da ja schon die Tür, durch die wir jetzt dann gleich hauptstory-technisch weiter müssen. Aber hier scheint es leider nichts für uns zu geben. Nehmen wir die Abkürzung. Ja, das war's. Okay, und dann hier links geradeaus. Cool, also wir kommen wieder richtig gut voran. Das macht echt Spaß hier, wenn es da doch dann einigermaßen vorwärts geht immer. Trotz Nebenmissionen, die ich dann ein oder anderes Mal noch raushaue. Okay, passt. Gehen wir mal rein da. Dürfte wahrscheinlich auch gleich wieder ein Bosskampf sein. Also wir sind ja jetzt durch die ganze Welt schon einmal durch, dann dürften jetzt gleich wieder ein paar krassere Gegner kommen, nachdem wir ja gerade diesen Mini-Bosskampf hatten. Ich begrüße auf jeden Fall alle Zuschauer und wünsche ein frohes neues Jahr. Spiel sieht echt fantastisch aus. Echt richtig nice. Hier dieser Dschungel. Fühle mich ein bisschen wie ein Avatar, ehrlich gesagt. Geh erstmal unten lang. Ah, da ist ein Checkpoint. Cool, cool. Ah, mega. Da kann ich auch schon rein. Sehr gut. Nein, ich weiß, wo wir sind. Oh mein Gott, nicht wirklich, oder? Ach, wie krass. Hier sind wir vorhin durch die Tür nicht durchgekommen. Das war das hier mit den Zeichen, wo du das in die richtige Reihenfolge bringen musst, damit dann da hinten die Spieluhr funktioniert. Ach, wie cool ist das denn? Ach krass, was ein Riesenweg. Was eine Meile wir da jetzt gelaufen sind, um da hinzukommen. Holy shit. Krass. Okay. Da haben wir wenigstens einiges an Loot jetzt noch mitgenommen und so und an den Gegnern. Aber, boah, heftig. Ist das verwinkelt hier. Ist das richtig gut gemacht. Was haben wir denn hier noch so? Simula, Krum, Material erhalten. Okay, schau, es lohnt sich immer links und rechts zu gucken. Dann ziehen wir mal den Hebel. Ach du Schande. Halt, stopp! Heißt das, vorhin konnte ich das Lied gar nicht spielen lassen, weil hier ist ein Wasserfall und der dreht wahrscheinlich, der treibt jetzt hier das Rad an und deswegen konnte ich da vorhin gar nicht überhaupt die Musik spielen lassen, weil ich erst hätte das aktivieren müssen hier. Oh, what the fuck, was ein Twist. Ey, ich bin immer begeistert davon im Spiel, das macht so mega Spaß. So, ich gucke mir noch mal ganz kurz hier auf das Blatt. Nach oben rechts, nach unten, Sharingan, nach unten, nach oben rechts mit zwei Punkten.
Weil das müssen wir hier jetzt dann nämlich eingeben. Ah, guck nämlich an. Jetzt dreht sich das hier auch. Jetzt dreht sich das hier auch. Und dann hören wir nämlich dann auch die Melodie spielen. Wie cool ist das denn? Okay, Leute. Das sieht wichtig also, aus. Nach oben rechts. Nach unten, das habe ich schon eingestellt. Sharingan. Dann nach unten und nach oben rechts. So, das heißt, das müsste eigentlich... Jetzt müsste das diese Melodie spielen. So, einmal ganz nach unten bringen. Wenn ich hier an dem Hebel ziehe. Und da müsste irgendwas passieren. Ist was passiert? Nee. Nichts passiert. Vielleicht öffnet sich dann hier so eine Brücke oder so, wenn ich das in die richtige Reihenfolge bringe. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass da eine Pause dazwischen sein muss. Wisst ihr, weil da waren ja so zwei Striche, dass es so Ding, Ding, Pause, Dünn, Dünn, Dünn ist. Aber er trifft auch die ersten zwei Dinger nicht, ne? Guck mal, ich stelle es hier ein und dann dreht sich das hoch. Also er trifft ein paar von den, das sieht von den Sockeln aus. Nicht. Wenn ich das ganz oben lasse. Aber ich drehe das extra so ganz nach unten. Dann müsste es ja klappen, oder? Oh, immer diese Rätsel. Passiert da dann was? Das ist ja der Wolf. Rufe ich damit den Wolf? Ich gucke noch mal ganz kurz, eine Sekunde. Das muss da drüben, muss es weitergehen eigentlich. Halt, das war falsch, sorry. Da wollte ich nicht hin. So, hier. Also, schräg nach oben. Dann nach unten. Ha. Könnte dieser Minusstrich vielleicht sein, schräg nach oben, Strich, nach unten, Strich, dann Sharingan runter, nach oben und dann Strich, dass man was leer lässt vielleicht. Weil dann habe ich auch genügend Pins sozusagen. Also, nach oben, Strich, nach unten, Strich, Sharingan runter, hoch, Strich. Das könnte es vielleicht sein, ha? Das könnte es sein. Also. Das sieht wichtig aus. Nach oben, Strich. Nach unten, Strich. Sharingan. Runter, hoch, Strich. Das könnte es sein. Probieren wir es mal. Ja. Ja. Was passiert jetzt? Was passiert? Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll.
Hier, Wasser fließt lang. Und eine Brücke kommt hoch. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch, Leute. Und übrigens ist es dieselbe Melodie gewesen, wie unser Pfeifenspieler da hinten flötet. Hört ihr das? Hier. Das ist dieselbe Melodie, wie der da hinten flötet. Richtig cool. Muhahaha. Alright. Sehr cool. Munitionskiste. Als die Saat ankam, gab es reichlich Munition. Aber es war nicht genug, um die Gefahren hinter sich zu lassen. So cool gemacht einfach. So cool. Checkpoint. Was für Gefahren jetzt wohl auf uns lauern wollen. Okidoki. Oh ja. Der Zeitpunkt ist günstig, Welpe. Es ist lange her, dass ich einen von euch gesehen habe. Aber was bedeutet Zeit schon für einen Gott? Ach, krass. Hältst du dich für einen Gott, frage ich mal. Die Dinge, die ich denke, sind über Jahrtausende verstreut. Und unsere Zeit hier ist kurz. Es sind deine Gedanken, die uns beschäftigen. Okay. Hältst du dich für clever, Welpe? Das hängt vom Publikum ab, würde ich sagen. Das ist ein bisschen frech. Lass mich raten. Dich hat eine Aufgabe hergeführt. Mhm. Aha. Wer hätte das gedacht? Gut geraten. Der Lauf des Flusses ist fließend und doch unwiderstehlich. Hindernisse dienen dazu, ihn stärker und klarer zu machen. Aber irgendwie nicht klüger. Geh mit mir, Welpe. Ich werde es erklären. Okay, krass. Ich dachte, ich muss jetzt gegen ihn kämpfen. Der letzte deiner Art hat mich dem Tod überlassen. Daraufhin wurde ich gefunden. Und mir wurde etwas angeboten. Erleuchtung. Blind war ich bis dahin für die Lügen der Beständigkeit. Die schwache Kaiserin sehnt sich nach ihrer Frau und versucht, Unsterblichkeit zu schlucken. Aber alle Dinge sterben, Welpe. Selbst Götter, sie beherrschen den Tod. Das alles, was nichts ist. Und so biete ich die Wahl, die sie mir angeboten haben, Welpe. Zurück zur Asche, aus der wir alle kamen. Alter. Oder das Joch des Gleichgewichts brechen. Und nicht gut Teil aus. Der Ewigkeit zu werden. Aber die Brücke zwischen Ego und Seele kann nicht überquert werden. Ich guck die ganze Zeit schon nur auf den Rücken, weil ich da wohl draufschießen muss. Hier blutet die Lüge. Oh mein Gott, das Reh! Hier wimmert die alte Ordnung. Töte es. Töte das Reh. Ach du Scheiße. Von dieser Pest. Dieser Lüge. Oh fuck. Ich muss mich entscheiden.
töte ich das Reh? Oder töte ich ihn? Ich töte ihn, er sieht nicht so gesund aus. Tu es, Welpe. Oh, ich kann. Lass uns gemeinsam im Ruhm baden. Nee. Befreie Jaesha von dieser Pest. Lässt mich nicht. Zack, wiederbeleben. Perfekt. Okay, willkommen im Bosskampf. Der haut jetzt ab und wir müssen gegen ihn kämpfen, ne? Na toll. Oh shit. Jetzt geht's los. Ich kann ihn nicht anführen. Anscheinend. Ach du Scheiße, der zerbricht die Säulen sogar. Oh, nicht gut. Oh, nicht gut. Lauf. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich bin mit großen Schwierigkeiten. Oh, vielleicht hab ich ihn. Du willst mich doch veräppeln, weil ich so blöd in der Ecke wieder hocke und die Kamera mich fertig macht. Ich krieg die Krise. Nein, ich hätte ihn First Try legen können. Shit. Also wir gehen auf jeden Fall gleich aufs MG. Eieieiei. Okay, here we go again. Second Try. Laufen. Oh, ich bin in Schwierigkeiten. In großen Schwierigkeiten. Komm schon. Stirb jetzt. Hab ihn! Geht doch! Ah, oh, hätte beim ersten Mal schon klappen können. Nice. Nice. Uiuiui, holy moly. Ich sag's euch, Kinders. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach, ich zu sein. Oh yeah. Was denn da so Feines?
Ich liebe halt meinen Feuersturm, der ist sowas von ziemlich OP und perfekt für auf Distanz auch großen Schaden zu machen. Deswegen habe ich auch relativ hohen Mod-Schaden eingestellt. Und automatisch füllt sich halt auch meine Mod-Leiste dadurch wieder auf. Ist halt echt gut. Ich habe einen Eigenschaftspunkt noch verfügbar. Ich gehe auf Ausdauer nochmal und dann werden wir als nächstes in Richtung Jump gehen, weil ihr merkt schon, selbst wenn ich jumpe, ich springe nicht weit genug davon und werde immer noch dann immer von denen getroffen. So, hier habe ich alles erledigt. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn ich wieder durch das Tor gehe und nur das Reh existiert, weil eigentlich muss ja Reh und Wolf existieren, damit sie die Balance halten. Schauen wir mal. Okay, das haben wir erledigt. Hüter des Labyrinths. Okay, ich glaube, ich habe hier alles erledigt. Tatsächlich. Ich glaube, ich quatsch nur mal ganz kurz mit dem Schaf da oben, was die Flöte spielt. Weil jetzt, wo wir das Reh gerettet haben, könnte der vielleicht noch mal irgendwas anderes zu uns sagen. Servus. Wie könnte dieser bescheidene Musiker behilflich sein? Kann es sein? Ich hab Verwüster getötet. Das muss es sein. Denn Paxutec hat dies und mehr unter den Pan getan. Wahrlich, seine Art ist bemerkenswert und erschreckend. Wisse, dass das, was es konfrontiert hat, ganz Yaesha bedroht hat. Freundliches Paxutec hat eine großartige Sache für Yaesha getan. Von der Lieder gesungen werden müssen. Okay. Du sagtest, du hättest einen anderen Paxutec getroffen. Wen? Oh ja, das habe ich. Paxutec erweist dieser Welt seit Generationen seine Ehre. Der Ältere, der den es Fort nennt. Der Zerstörer, der viele Gesichter tötete. Der Wanderer, der dem Verwüster entgegentrat und überlebte. Leider gibt es keine Melodien über Paxutec. Aber ich hatte Glück, viele zu treffen. Seine Art bringt diesem Pan Freude. Okay. Ich kann dem Paxutec nur sagen, dass es ein Lied gibt. Natürlich kann ich es nicht singen. Ich bin schließlich ein Flötenspieler und kein Sänger. Auch die Texte sind in Paxutec-Sprache nicht dieselben, aber... Yaesha kümmert sich um all ihre Kinder. Gütige und böse gleichermaßen. Alle atmen eine Luft und schwimmen durch dieselben Sterne. Alle sind mit allem verbunden. Wenn die Macht verkalkt, wird der Blutmond aufsteigen. Ich sag doch. Untätigkeit dient den Mächtigen. Der Mond bringt den Tod hervor, das Blut der Unterdrückten. Gleichgewicht verlangt Veränderung oder so ähnlich. Okay, ich habe versucht... Was macht er dann hier? Ein gewisses Maß an Metern zu geben. Ich suche Hoffnung, freundliches Paxutec. Yaesha ist ruiniert. Die Fäulnis wächst, während der Baum schwindet. Das Gleichgewicht liegt in den Wehen. Doch trotz all dem erklang das Lied von Aethir immer noch. Man konnte es stets in Wind, Wasser, Sand und den Sternen hören. Ich kam zum Tempel in der Hoffnung, seine Melodien noch einmal zu hören. Nicht im Wind, sondern in reiner Wahrheit, wie es bestimmt war. Doch ich befürchte, dass die Melodie für immer verloren ist. Dazu bestimmt, allein in der Erinnerung zu leben. Der Segen Yaeshas sei mit dir. Da haben wir das erledigt. Ja. Es gibt jetzt nichts mehr, was wir nicht schon getan haben in der Welt, oder?
Das haben wir alles erledigt. Das haben wir auch alles erledigt. Das haben wir gemacht hier. Da sind wir erstmal gut. Dann müssen wir, glaube ich, erstmal wieder zurück zur Station 13. Da mit ein paar Leuten reden. Ich meine, wir könnten auch nochmal mit dem anderen Schaf reden, das wir quasi befreit haben. Aber der erzählt nur Geschichten. Da wäre halt jetzt natürlich nur herauszufinden und interessant, ob er eine Geschichte erzählt, jetzt wo der Verwüster tot ist. Aber das sehen wir jetzt auch gleich nochmal in der Map, ob es hier noch was gibt für die nächste Story. Gibt's nicht. Siehste? Wir müssen nämlich ins Labyrinth. Zum inneren Heiligtum. Da geben wir nämlich dem Auge das nächste Segment. Und dann dürfen wir nämlich in die nächste Welt. Cool. Let's go. Bin ich mal gespannt, was das Auge so erzählt. Let's go. Ich bin es, Anomalie. Das hast du gut gemacht. Clementines Vertrauen ist wohl begründet. Zweimal infizierte die Fäulnis das System. Eindämmung war am effizientesten, um die Unregelmäßigkeit für Untersuchungen aufzubewahren. Sie war hartnäckig, wuchs über meine Sicht hinaus und verdarb den Kern. Dennoch wäre sie vielleicht noch eingedämmt worden, wenn der Zerstörer den Wächter dieses Reiches nicht eliminiert hätte. Das Labyrinth wurde schutzlos. Und meine Ressourcen wurden knapp. Mit dem Zerstörer als Verbindung breitete sich die Fäulnis, unkontrolliert vom Kern, in unzählige Reiche aus. Ich habe das Labyrinth gereinigt. Ich habe sie von Reich zu Reich ausgelöscht, um die Fäulnis einzufangen. Alle Bemühungen scheiterten. Das System war nicht mehr zu reparieren. Ich war zu spät. Jetzt hat sich eine Lösung offenbart. Nicht für mich. Für die Anomalie. Vielleicht war das der beabsichtigte Entwurf einer Absicherung im Falle meines eigenen Verderbens. Der Index. Und das hilft uns jetzt bitte, wie genau? Mit dem Index ergeben sich zwei neue Wahrscheinlichkeiten. Oh, das ist gut, oder? Naja, die erste Wahrscheinlichkeit ist, dass die Saat gewinnt. Also, vermutlich. Die Fäulnis ist überall. Aber sie entstammt einer einzigen Quelle. Einem einzigen Reich. Das Labyrinth birgt alle Tore und unendliche Möglichkeiten. Als sich die Fäulnis ausbreitete, wurde das Tor zu ihrem Reich verschlossen. Auch für mich. Aber mit dem Index kann ich ihre Verteidigung umgehen. Von hier besteht die Möglichkeit, die Fäulnis zu eliminieren. Das heißt, dass sie die Saat töten, richtig? Alle von ihnen dieses Mal. Für immer. Geil. Hey, die Story haben sie richtig gut hingekriegt. Mega. Aber heißt es dann jetzt schon, das ist die letzte Welt und wir kämpfen jetzt quasi den finalen Kampf? Ich geh nochmal schnell in den Chat rein. Sicher. Krasse Welt hier auf jeden Fall. Und jetzt?
Holy shit. Zieht euch mal den Baum hier rein. Jetzt sehe ich es erst. Und das ist ja... Das ist die Welt. Das ist ja die Erde. Das sieht aus wie die Erde. Und Land der Asche. Irgendwie noch schlimmer. Jo. What the fuck? Krass. Wo höre ich da was gurgeln? Ich höre schon wieder kleines Gurgeln hier. Okay, die sind anscheinend wohl nicht gefährlich. Die kleinen. Die machen, glaube ich, mehr Schaden. Die kamen von oben runtergefallen. Oh shit, noch mehr. Holy, wie kommen denn da? Heilige Scheiße. Kann nichts mehr tragen. Meine Tasche ist voll. Krass. Ich kann auch hier rechts lang gehen. Das ist eine krasse Gegend hier. Sieht mal ziemlich geil aus. Muss ich schon sagen. Wo? Oh shit, von da. Liebe mein Feuersturm. Trotzdem hier hinten mal lang, weil vielleicht gibt's hier ja noch irgendwas. Außer Gegner. Ich hätte sie nicht so früh töten dürfen. Kann ich da durch? Ich kann da durch. Cool. Ich habe mich schon gefragt, wie ich da oben an den Loot drankommen soll, aber hier scheint es einen Weg zu geben. Oh, nice. Kiste. Geben wir mal schnell ein bisschen Heilung. Cool. Erntestein erhalten. Ha. Da kommt
komme ich dann wohl nicht hoch. Aber noch höher geht's auch nicht. Also die Munition von da draußen kriege ich leider nicht anscheinend hier. Die hätte ich erst runterkommen lassen müssen. Aber okay. Fair enough. Again what learned. Da ist ein Checkpoint, okay. Hier gibt es lila Loot, sehe ich gerade. Aber der ist da unten. Komme ich da hin? Seht ihr? Hier durch das Fenster. Hier, da ist so lila Loot. Springt er nicht. Oder springt sie besser gesagt nicht. Okay, Checkpoint. Komme ich nicht durch. Hier auch nicht. Wie komme ich da runter, dass ich diesen lilanen Loot da kriege? Das ist ja doof. Vielleicht hier runter. Ja. Das ist der Weg. Das nehme ich doch mit. Mitschwingendes Herz. Alright. Perfekt. Dann laden wir hier nochmal schnell die Muni auf und das Leben. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Guck mal, was haben wir denn hier? Ist das ein Erfahrungspunkt? Ja, das war ein Eigenschaftspunkt. Krass. Muss man auch erstmal drauf kommen, hä? So, wir haben volle Heilung, volle Gesundheit, Ausdauer auf 15, Mod auf 14, Abklingzeit machen wir auch auf 14. Und dann gehen wir weiter. Sonst kann ich hier hinten nichts machen, ne? Nee. Cool, 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 cool. Sehr cool. Hier gibt es gleich einen Bosskampf. Dann gehen wir da doch mal rein. Komm schon! Verstehe nicht ganz, was ich machen muss. Außer die ganzen Dinger zu töten. Oh, ja klar, okay. Und sonst was ist? Oder?
Mist! Weich doch aus! Warum weicht er nicht aus? Weil ich wieder keine Ausdauer habe. Oh, das ist so blöd. Ich krieg die Krise. Okay, also die Technik ist relativ einfach. Ich habe es auch gerade ein bisschen verkackt. Ich muss das Viech erstmal einfrieren. Und dann jage ich einen Feuersturm drauf. Und dann ist alles Knorke. Fähigkeitspunkte habe ich alles verteilt. Passt. So. 3, 2 Risiko. Wo ist er? Der Dicke. Einfrieren. Leben. Viecher hier. Krasser Shit. Ich bin noch nicht mal 5 Meter vom Fleck gekommen. Alter, ernsthaft? Holy shit. Ziel abgeschlossen. Krass. Also die Kleinen sind auf jeden Fall meistens bei mir ätzender als die Großen. Aber wieder Miniboss gelegt. Sehr schön. Hätte vielleicht echt ein bisschen mehr laufen können oder so. Hier gibt es einen Ring. Deswegen macht es immer Sinn, hier auch nochmal dann ein bisschen durchzugehen. Und sich die Sachen mal anzugucken, ob da nicht vielleicht nochmal der eine oder andere Loot für uns bereit liegt. Okay. Das scheint alles durch zu sein. Okay. Weiter geht's. Heieieiei, ich sag's euch, Leute. Aber die Kombination Eisstrahl und Feuersturm sind halt einfach immer noch am stärksten. Krasse Nummer auf jeden Fall. Richtig krasse Nummer. Ultan Industry Supplies. Hier einfach eine Lootkiste vorbei. Was ist verkehrt bei mir? Ja, noch eine Lootkiste. Nehme ich gerne. Okay.
Passt. Was gibt's hier in dem Häuschen noch für mich? Noch eine Lootkiste. Ach ja. Sag ich nicht nein zu. Ich hab hier auch so irgendwie so kleine Viecher die ganze Zeit rumgrabeln. Lootkiste. Ordentlich Loot bekommen. Ordentlich Loot bekommen hier. Alles klar. Komm von der Decke runter. Geht's noch, Alter. Was sind wir denn hier? Klabing. Okay, hier gibt nichts mehr zu holen. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Alien. So wie die Mistviecher. So wie die aussehen. Gibt's ja fix. Mann, ey. Komm schon. Puh. Endlich vorbei. Was ist hier? Cool. Noch mehr Loot. Der Glutring. Moment. Schauen wir mal da ganz kurz. Also Umarmung des Todes. 20% mehr Schaden, wenn die Gesundheit unter 100% fällt. Das ist sehr gut. Elementarschaden generiert 15% zusätzliche Mordenergie. Wir haben halt inzwischen so viele Ringe hier, das ist so geisteskrank. Erntestein. Immunität. Glutring. 6% des Nahkampf verursachten Basisschaden als Lebensraub. Nee, wir bleiben dann erstmal auf den Sachen, denen wir hier unterwegs sind. Der Gesamtschaden wird um 15% erhöht. Das Verwenden eines Relikts verdoppelt den Bonus für 15 Sekunden. Das ist auch ziemlich stark. Aber 20% mehr Schaden unter 100% des Lebens ist eigentlich auch gut. Aber da mache ich dann 30% Schaden. Hier mache ich 20%. Ich denke, ich nehme mal das hier. Probieren wir es mal aus. Von wo? Okay. Hammer. Nehmen wir alles. Was geht da hinten noch so? Hier unten waren wir, da ist die, genau das ist der Jackmold. Okay.
cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Kann ich hier rutschen? Hui. Schade, dass man nicht so weit rutschen kann. Es wäre cool, wenn ich das jetzt alles rutschen könnte hier. Okay, nächster Checkpoint. Und dann sieht das hier stark nach Bosskampf aus, Freunde. Seid ihr bereit? Let's go. Wie seltsam. Von vorne wird der nicht zu besiegen sein. Nein! Kleines bisschen zu früh gedrückt. Zweimal, beim ersten Mal zu spät, beim zweiten Mal zu früh gedrückt. Kacke. Der ist machbar. Der ist auf jeden Fall machbar. Aber ich gehe gleich auf den Feuersturm. Shit! Gotcha, bitch. Nekrozytenstrang. Eigenschaftspunkt. Das reicht erstmal. Cool. Muni habe ich. Davon habe ich alles genug. Voll. Perfekt. Nice. Hätte ich auch First Try machen können. Okay, wir kommen dem Baum immer näher. Sehr cool. Schuss reicht für die. Das ist ja easy. Aber die sind ganz schön groß. Wird schwierig mit Ausweichen. Schwierig auch die zu treffen.
kleinen Mistviecher. Haben mich ganz schön zurückgetrieben. Okay. Sehr interessant. Ich habe den erstmal eingefroren. Ja, das ist die wichtigste, dass man sie zuerst sieht. Immer schön rein da in die Stadt. Flame on. Und glatt gemacht. Das passt nicht mehr. Holy shit, wo bist du denn? Okay, da mache ich keinen Schaden. Das ist Viech auf jeden Fall. Habe ich alles mitgenommen, ja? Ich glaube schon. Okay. Ah, shit. Holy shit. Der hat richtig viel getan. Ich höre was relativ Großes sich bewegen. Ja, das ist doch. Ah, von hinten auch noch. Ja. Darf ja nicht wahr sein. Heftige Nummer, heftig. Nur noch 150 Schuss, okay. Ich hätte auf jeden Fall einmal den Feuersturm einsetzen sollen, aber ich habe ihn mir lieber aufgespart jetzt, weil ich das Gefühl habe, dass ich bald wieder an einem Checkpoint bin. Okay. Und für die Jungs hier. Ah, das ist neu.
Ja. Oh, shit. Der war neu. Hätte ich ein bisschen vorsichtiger spielen müssen. Fast zu Beginn gestorben. Holy moly. Okay, weiter geht's. Jetzt geht's los. Einziehen. Slam on und laufen. Da erledigt der Feuersturm. Puh, holy moly, immer echt heftig. Muss auf jeden Fall mehr mit den Mods spielen. Habe ich zumindest das Gefühl. Letztes Mal kam da einer von hinten, deswegen habe ich da mal ganz kurz umgeschalten. So, da höre ich schon wieder sowas Großes. Nachladen. Jeder Schuss könnte kritisch sein. Oh, heilige Scheiße. In der nächsten Runde. Ich habe das Gefühl, ich werde so machen, dass ich reinlaufe, schieße und dann wieder zurücklaufe und dann auf offener Fläche habe ich mehr Chancen. So,
richtig. Das meinte ich. Kommen wir jetzt einmal von hinten an. Höchst asozial. Der Kracher. Nur noch 24 Schuss. Shit. Keine Probleme hast, da hinter mir zu spawnen, geht's noch. Spawnen so viele von denen auf einmal. Schwierige Nummer. Das Gefühl, ich muss jetzt drauf gehen. Sonst wird das nichts mehr. Das sieht echt gut aus. Ja, das war dumm. Ich muss vielleicht doch nicht drauf gehen. Leben erstmal. Passen sich aber auch echt gut der Umgebung an, ja? Nicht dieser. So, es hilft nichts, ich muss auf jeden Fall mal reinlaufen, schnell. Einmal muss ich reinlaufen. Jetzt sehe ich die nicht erledigt. Oh. Und wieder diese Kleinen, ne? Boah, und wieder diese Kleinen. Schwierige Nummer. Schwierige Nummer. Komm, einmal probieren wir es noch. Ansonsten werden wir ein kleines Päuschen machen. Aber den nächsten Checkpoint hätte ich eigentlich schon noch ganz gerne mitgenommen. Yeah!
Fängt schon gut an. Mistviecher. Es ist aber auch immer Nahkampf, Fernkampf. Nahkampf, Fernkampf mit den Viechern, Alter. Richtig asozial. So leicht müsste ich eigentlich die anderen auch platt machen. Zum Glück ist das vorbei. So leicht ist es aber nicht. Leider. Leider, leider, leider. Probieren wir es nochmal. Alle guten Dinge sind bekanntlichermaßen 3. Erstmal warten, bis die ganze dunkle Materie hier weg ist. Mann, Mann, Mann. Heftige Nummer. Heftige Nummer, sag ich euch. Ich habe einen Eigenschaftspunkt verfügbar. Da gehen wir auf Abklingzeit für die Mod. Oder Aufbaurate. Ist auch gut. Okay. Lasst uns losstürmen. Holy fucking moly. Okay, den haben wir schon mal erledigt. Das ist doch schon mal was. Verdammt! Heilige Nille, Leute. Heilige Nille, sage ich da nur. Wir laufen jetzt durch, laufen durch, laufen durch, frieren wieder ein, Feuermann voll drauf,
So, der Rest geht über die Feuermod. Haben wir es. Nice. Oh, verdammt. Ist das endlich vorbei? Puh. Krasse Nummer. Die Ecke hier ist echt übel. Echt übel. Jetzt müsste doch dann hoffentlich bald der nächste Checkpoint kommen. Immer noch nicht. Scheiße. Dem mache ich aber keinen Schaden da. Den dicken da oben. Aber hier. Das ist ein Checkpoint. Scheiß auf die Viecher. Nehme ich. Boah, Leute, ich sag's euch, was eine krasse Nummer. Bisschen geht schon noch, oder? Komm, bisschen geht schon noch. Bin jetzt so neugierig, was hier noch auf uns wartet. Na toll, die Tür geht nicht auf. Wie komme ich darüber? So nicht. Kann ich springen? Nope, kann ich nicht. Ist ja doof. Was passiert, wenn ich es anschieße? Kriege ich es dann auch? Nee. Leider nein. Weckruf für Mumpy Mumpy, für meine kleinen Aliens hier. Oh shit, Bosskampf. Okay, let's go. Der war gut geschossen. In letzter Sekunde quasi.
frage mich, wo der wahre Boss ist. Oh shit. Vielleicht frage ich mich auch nicht. Lass mich raus! Heilige Nille. Holy shit! Holy shit. Übel. Wenn du keinen Mod hast, ey. Keine Mod-Aufbau. Schwierige Nummer. Heilige Nille. Da geht's dann hoch. Noch mehr von dir. Autsch. Er hat hier ausgepeitscht. Geht's noch? Ich will doch nur den Loot da unten. Hat er echt nichts gedroppt? Krass. Moment. Eine Lootkiste. Hier alles noch so für verschachtelte Wege, Leute. Ja, krass. Ich hole erstmal oben den Loot. Heftig, heftig, heftig. Alles eingesackt. So, und jetzt können wir hier lang gehen oder wir können unten lang gehen. Ich würde erstmal sagen, wir gehen hier lang, dann kommen wir nämlich bei dem Loot wieder raus. Können wir erstmal die Tür öffnen. Zack. Sind wir gleich beim Checkpoint. Es gibt jetzt mehrere so krasse Wege. Ich glaube, ich gehe trotzdem erstmal jetzt ganz kurz hier hoch. Das sieht nicht gut aus. Okidoki. Okidoki. Ring. Ich hätte da unten gerne noch den Ring, aber wie komme ich denn da hin? Ich hole mir erstmal da oben den Checkpoint. Also ich hatte jetzt schon gehofft, dass ich da irgendwie da hinkomme. Eigenschaftspunkte haben wir auch noch verfügbar. So. Vitalität, Kondition. Ja, Kondition ist auch wichtig, weil wir immer wieder sterben, wenn wir mehr als hintereinander ausweichen wollen.
Seht ihr das? Da unter mir ist noch so ein lila Ring, den ich eigentlich ganz gerne hätte. So, hier kann ich lang gehen. Da unten kann ich noch lang gehen. Da kann ich noch... Die Map ist gigantisch. Die ist ja gigantisch. Alles klar. Wenn sonst nichts ist. Gleich der nächste Bosskampf. Alright. Was bin ich denn da wieder reingestolpert? Ja, genau. Mit dem Nahkampf. Viele Statuseffekte. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wieso kriege ich denn die nicht direkt immer gleich beim ersten Mal hin? Verdammte Axt. Also ich muss jetzt schon mal ganz kurz gucken. Wie komme ich denn auf diese Ebene darunter, wo der Ring ist? Sehr ärgerlich. So, probieren wir es nochmal. Scheiße. Aber wieder auf Second Try. Verdammte Axt. Es muss auch mal auf First Try klappen. Darf ja wohl nicht wahr sein. Eieiei. So, da komme ich nicht hoch. Schau, wie viel Platz ich gehabt hätte, wegzulaufen. Darf ja nicht wahr sein. Diesem riesigen Schiff. Hoch komme ich da nicht, rein komme ich da glaube ich auch nicht, oder? Nee. Ich kann nur die Treppe wieder hoch oder ich kann da hinten lang gehen. Ich habe das Gefühl, da geht's weiter. Das will ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich unten das noch ein bisschen so erkunden. Wir haben auch noch mal einen Fertigkeitspunkt. Ich werde was gehen. Kondition. Wisst ihr, was fies wäre? Wenn jedes Mal, wenn du dich quasi da heilst, wenn du dann der Boss auch wiederkommen würde. So, wenn wir jetzt da runtergehen. Ich meine, da hatten wir da unten den Bosskampf, da ging es auch nochmal weiter. Seht ihr das da unten? Gibt es auch noch so Wege. Ach, komm, die will ich noch gehen, bevor wir dann in der Hauptstory weitergehen. Wer weiß, wann wir die Chance dazu haben.
geil, ja. Schuss, was da braucht. Für solche Macht ich die, ne? Aber den Loot nehme ich schon noch mit. Okay. Cool, 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 cool. Könnte sogar darunter, aber ich glaube, empfehlen würde ich es nicht, hier runter zu gehen. Dann müsste ich alles wieder hochlaufen. Nee, das will ich nicht. So, und jetzt guck mal, da hinten ist dieser Loot. Da muss ich ja irgendwie drankommen. Da. Ich weiß aber nicht wie. Ich habe auch noch keinen Weg gefunden, der mir das zeigen würde. Oder muss ich da von der Seite runterfallen? Wenn ich eine Ebene hochgehe und mich da dann runterfallen lasse, dann könnte ich da hinkommen. Das könnte eine Idee sein. Passt auf. Ich bin gespannt, ob das klappt. So, du gehst eine Ebene hoch. Ey, unglaublich, oder? Nicht wirklich. Wie krass. Ring der Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich. Hahaha. Okay, heftig. Dass das der Weg ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, hier kommt wieder die Grenze raus. Au, oh, schlecht geschossen. Na, rechts oder links? Okay, und dann geht's hier unten rechts noch lang. Das meinte ich nämlich mit diesem Gebiet hier. Aber das scheint nur das Gebiet zu sein. Dann kommt her und holt es euch. War ich hier schon? Scheiße. Okay. Gut, das habe ich alles mitgenommen. Da kann ich wohl hier noch interagieren damit. Eskalationsprotokoll. Amulett erhalten. Cool. Alter, es rentiert sich jedes Mal, die Extrameile zu gehen. Jedes Mal. Mega cool. Und dann würde ich sagen, gehen wir oben noch bis zum nächsten Checkpoint und dann war es das für heute. Also, mal gucken, was da noch auf uns wartet. Ach, warte mal. Da drüben habe ich das schon mitgenommen. Hier oben. Da ging es ja auch noch weiter, gell? Aber... ja, das habe ich mitgenommen, da ist nichts mehr rot. Okay.
Ey, Leute, es ist so verschachtelt, man kann so viele Sachen finden. Das ist so gefährlich für mich, ich komme niemals mit der Hauptstory weiter. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Zu viele Wege. Gut, dass das alles einmal mit Rot und einmal mit aufgedeckt gekennzeichnet ist, weil sonst, ehrlich, würde ich ja hier niemals durchkommen. So, einmal schnell gespeichert und weiter geht's. Abkürzung. Lauf einfach direkt durch. Warte jetzt nicht auf die anderen Gegner noch. Also ich nehme hier einmal den Save Point mit. Dann brauchen wir das nämlich nicht nochmal alles zu laufen. Sollten wir tatsächlich in dem höchst unwahrscheinlichen Fall, dass wir nochmal sterben sollten, das irgendwie auch mitkriegen. Okay. Weiter geht's. Ich find's cool, dass es im Late Game oder im Endgame jetzt noch so viele Minibosse gibt einfach. Das haben sie echt gut gemacht. Dadurch bleibt's echt spannend. Okay. Ist das schon das Finale? Nee, kann nicht sein, weil das ist ein Nebenboss hier. Das ist ein rundes Tor, kein eckiges. Okay, das scheint hier aber eine gewaltige Welt zu sein, wieder, in die wir dann gleich eintreten werden. Hier scheint es dann nochmal weiter zu gehen. Okay, Leute, dann würde ich an der Stelle erstmal ein Päuschen machen. Weiter geht's dann am Donnerstag und am Freitag in der Früh. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne Like, Kommentar, kostenlosen Follow da. Ich würde mich riesig freuen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.